Hallo zusammen, heute skizzieren wir eins unserer Lieblingswerkzeuge, Zeichenwerkzeuge für euch, unseren Kaweco Spezialbleistift. Den kennt ihr bestimmt aus unseren vielen Videos, mit denen wir wunderbare, schöne Sachen skizzieren. Die meisten davon findet ihr in unserem Buch 100 geniale Zeichentricks oder den Stift und weitere schöne Kaweco-Stifte gibt es ab nächste Woche bei Instagram bei uns zu gewinnen in unserem Adventskalender. Aber hier geht's auch schon los, hier skizzieren wir den Stift einfach in verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Details. Die Ellipsen spielen natürlich da eine große Rolle und dass er auch so schön eben in der Hand liegt, das deuten wir auch damit an. Und natürlich ist es immer wichtig, dass ihr so ein bisschen die Tiefe in die Zeichnung bekommen. Deshalb merkt ihr, vorne ist die Ellipse ein bisschen größer als hinten. Das macht eine Menge aus, damit wir auch diese Tiefe ins Bild bekommen und schauen immer, dass die Spitze auch gut zu erkennen ist und so diese wunderbare designte Endstück. Das widmen wir, also dem widmen wir gleich nochmal eine kleine Detailzeichnung. So, und wir haben uns jetzt für die lange Version entschieden. Es gibt es immer länger und kürzer, den normalen und den S. Wie gesagt, den könnt ihr ab nächster Woche gewinnen. Schaut ganz, ganz dringend bitte ab Montag auf unserem Instagram-Kanal, weil viele von euch fragen ja, was das für ein Stift ist. Und gerne könnt ihr auch einige davon auch bei unserem Weihnachtskalenderspiel gewinnen. So, hier geht es dann schon auch zu der Verschlusskappe. Je nachdem, welchen Stift ihr habt, verbirgt sich dann ein wunderbarer Radierer dahinter. So wichtig, was wir uns jetzt hier zeigen wollten, auch die schöne Form, die auch zur Geltung kommt. Das heißt, es geht als erstes natürlich um die Ellipse, die aber sich dann zu diesem wunderbaren, leicht kantigen entwickelt, sodass er auch schön in der Hand liegt. Und da haben wir einfach gedacht, den skizzieren wir mal für euch. Und hier mit einem Marker, wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen farblich ausarbeiten. So, und jetzt könnte ich natürlich vorstellen, wie wichtig es ist, dass ihr auch mal sehr feine Details skizzieren könnt. Das ist auch etwas, was wir in eurem Buch, unserem Buch immer zeigen, weil Details, diese Kombination aus Details und weniger Details, macht eine Zeichnung eigentlich, eigentlich interessanter, kompakter. Und das ist etwas, was wir gerne immer auch mal verwenden, dass wir einfach mal was etwas offen halten. Das kennt ihr wahrscheinlich aus unseren Porträts oder Architekturskizzen. Aber so bei Produktsachen, da kann man immer ruhig mal irgendwo auf ein Detail nochmal eingehen. Oder auch, wie sich ein etwas mit Schatten- und Lichtverhältnissen verhält. Man sieht es hier, wenn wir mit dem Marker das Ganze mal so ein bisschen andeuten, wo Licht- und Schattenseiten sind. Auch mal überlappend etwas zeigen. So, das Ganze. Bisschen mit Schatten versehen. Und mit relativ kleinem Aufwand kann man wirklich sehr viel erzeugen. Ihr seht, das hat wenige Minuten gedauert und man hat so eine Idee, ob das jetzt Stift ist oder eigene Ideen, kann man sehr schnell einiges vorskizzieren. So, und dann zum Schluss kommen noch so die dunklen Stellen, wartet, bis der Marker ein bisschen ins Papier getrocknet ist und dann lassen sich wirklich die feinen Details schön ausarbeiten. Und dann nochmal ganz zum Schluss, das kennt ihr auch aus diversen Videos von uns, so diese schönen feinen Kontraste, diese bissigen, die werden dann nochmal mit Bleistift dann ausgearbeitet.
Ja, wir sind schon fast am Ende. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, schaut auf jeden Fall vorbei und vielleicht gewinnt ihr eins der Stifte ab nächster Woche. Einfach auf unseren Instagram-Kanal jetzt mal ein bisschen öfter mal reinschauen. Und ja, ansonsten probiert die Technik einfach mal mit diversen anderen Objekten. Und ja, alles Gute, schönen Abend noch und bis bald. Euer Academy Ruhr Team. Und hier nochmal der Hinweis zu unseren Online-Kursen gleich am Ende. Wenn euch das gefallen hat und ihr vielleicht noch etwas im anderen Bereich lernen möchtet, schaut einfach unter mappenvorbereitungskurs.de und da können wir euch auch mal einiges auch fürs Studium zeigen. Lieben Dank, bis dahin, alles Liebe, euer Academy Ruhr Team.